Hola, amigos. What? 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 Schabo, es ist noch nicht time. Die Folge ist damit vorbei. Die Ente hat gesprochen, was? Was? Wenn die Ente spricht... Du machst es voll kaputt. Ich mach keine Enten kaputt. Ich habe Respekt vor dem Leben. Du machst es kaputt. Enten sind die. Und, oder eher, keine Ahnung. Nein, Enten sind die. Was? Egal, herzlich willkommen zurück. Ja, willkommen. Schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Wir sind noch immer in der Höhle in Misty hier drinnen und versuchen, Mithril zu finden. Erfolgslos bis jetzt. Wohl so ein bisschen was. Wie viel hast du denn? Weiß ich nicht. Ich hab Diamanten. Obwohl, eigentlich ist ja egal. Diamant ist genauso gut wie Mithril, ne? Boah, jetzt hatte ich Angst, dass Mithril ist besser als Diamant. Wie geht denn das? Das ist einfach so. Diamant ist doch aber auch schon volle Rüstung. Oder hat Mithril da noch mehr als volle Rüstung? Das heißt einfach, dass du weniger Schaden nimmst. Vielleicht hält's mehr, keine Ahnung. Jedenfalls komm mal hier rüber. Wo bist denn du? Ich komme, warte. Ich glaube, ich habe dich gerade irgendwo gesehen da hinten. Ja, das warst du nicht. Wo bist du? Ich auch. Ich stehe direkt neben ihm. Oh, 4 Diamanten. Ich bull es mal ein bisschen aus. Ach, schau mal. Shiftest du? Okay, Crossbow. Nein, ich shift nicht. Ja, komm, ich tüte jetzt auch den Urukai. Du böser Bub, du. Böser Bubi. Ja, wunderbar, Ork. Ah, jetzt sehe ich dich, jetzt sehe ich dich. Echt? Irgendwo da hinten bist du. Warte, ich komme zu dir. Okay. Damit du mich nicht vermissen musst. Yay. Oh, noch mehr Diamanten. Ich höre auch irgendwas knurren. Wow. Ach, hallo. Oh, noch mehr Diamanten. Ja, schau, das sind die Diamanten hier. Pass auf, da könnte Lava drunter sein. Lass erstmal ein bisschen aus rumbuddeln, warte. So ist sicher. Ist gefährlich, ne? Ich habe ein bisschen Angst. Mhm. So. Oh, jetzt sind wir schon bei 14 Diamanten. Ja, geh mal hoch. Warte, da hinten sind noch welche. Wenn du gleich weitergehst hier. Jetzt, Alter, das kannst du auch mitnehmen, schau mal. Okay. Hast du auch bessere Chancen, glaube ich. Was brauchen wir? Warum brauchen wir Lapis? Keine Ahnung, Lapis ist immer gut. Und hier drüben sind noch mehr Diamanten hier. Diamantos. Huch. Warte. Okay. Alter, voll die Taktiker hier. Die 18. 18 nice. Diamanten. Das heißt, das ist schon fast eine komplette Rüstung. Mhm. So, für den Anfang ist das gut. Für das, dass wir jetzt gerade mal, keine Ahnung, ein paar, 3 Minuten hier in der Höhle sind? Was machst du? Ich wollte eigentlich nur vorbeigehen, aber dann hast du da ein fieses Loch gebuddelt, du Schwein. Du wolltest mich umbringen. Ja, wollte ich. Und jetzt? Es ist ja nicht das Seltenste. Das hast du ja eigentlich immer vor. Jetzt geh mal weg hier, das ist meine Höhle hier. Was? Du hast mich extra herbeordert, weil ich Spezialist bin für den Abbau von Diamanten. Ja, aber hier sind keine Diamanten mehr bis jetzt. Ja, deswegen suche ich jetzt welche auf Höhe 22. Vielleicht sind wir so hoch. Ja, wir sind ein bisschen zu hoch. Oh Mann. Also wird hier auch kein Mithril-Ohr sein. Müssen wir eigentlich ein bisschen Strip meinen. Ein bisschen weiter nach unten. Aber das finde ich immer so langweilig. Ja, es ist auch nicht gerade spannend. Aber die Höhle ist meiner Meinung nach auch erschöpft, ne? Ich glaube, wir haben alle Gänge abgegangen. Nein, schau mal hier oben, geht's nach oben. Ja, aber was wollen wir denn oben? Keine Ahnung. Hast du eigentlich noch Fackeln dabei? 32. Kannst du mir eine Hälfte geben? Ich habe gar keine mehr. Hast du kein Holz mehr? Ja, aber ich habe keine Kohle mehr. Warum hast du keine Kohle? Hier ist doch überall Kohle. Wo bist du denn jetzt schon wieder? Ich sehe dich doch gar nicht. Gerannt. Ja, wo ist denn voll hier oben? Nach oben? Was? Wo? Du Fisch. Ach, da. Und mir geht's doch voll fett nach oben, du. Wo? Du Peter. Es geht nicht fett. Hier hast du Kohle, so. Danke. Es ist sogar besser als die Hälfte meiner Fackeln. Wo ist jetzt meine Kohle hin? Sicher, dass du mir gegeben hast? Hast du vielleicht welche im Sack? Ja, ich schau gerade. Wahrscheinlich hast du selbst noch eine Menge Kohle. Nein, hab ich nicht. Hab ich wirklich nicht. Ah, da, hier liegt sie doch. Schau mal. Raffi, Raffi, Raffi. Dass du dich nicht schämst. So, hier ist noch mehr Kohle. Kohle. Ist das eine Schlucht? Ich hab eine Schlucht. Nice, das ist perfekt, oder? Ja, folge nur den Fackeln. Ist eigentlich sehr, sehr einfach. Ich habe mich verlaufen. Ey, das Eisen. Warum nimmst du das Eisen nicht mit? Weil ich Mithril suche. Auf der Höhe. Ja, nee, aber ich suche ja Wege. Au, Mittel- was? Ah, nee, ha, die Gang, die überraschen mich. Die wollen mich. Okay. Wo bist du? Warum kommst du eigentlich nicht zu mir? Ich komme schon. So, ich habe auch schon Wasserfall gesetzt, damit man gut runterkommt. Oida, du Baus.
Ja, ich bin Pionier, ne? Das ist. Da hinten steht einer. Ja, gib ihm. Was bist du für einer? Was für eine Höhe sind wir eigentlich? Ein Urukai. Wir sind hier auf 16. Ist eigentlich perfekt. So ein bisschen. Ah, schau mal, ist das? Ist das? Nein. Das ist Gold. Alter, wie viele Urukai hier stehen. Ich sollte jetzt nicht mehr so viele davon umbringen, weil noch bin ich anscheinend ganz gut bei denen. Ich lasse die erstmal, ne? Das macht mir das Leben ein bisschen einfacher. Ja. Ich bring die dann um. hier sind mindestens 8. Also viel Spaß. Mach ich schon. Und hier sind wieder Gundabats. Mein Gott, ist hier viel los. Hier ist eigentlich die perfekte Höhe. Warum nimmst du das Gold nicht mit? Wofür brauche ich denn Gold? Gold ist immer gut. Es gibt bestimmt irgendwelche geile Sachen, die wir daraus craften können hier. Ja, zum Beispiel Goldblöcke. Ja, boah. Genau. Hammerfett. So, oh, ich habe 52 Pfeile, das kriegen die erstmal auf die Fresse. Pass auf. Die Armen. Pau. Weißt du, die haben dir eigentlich nichts getan. Du kommst zu denen nach Hause. Pau. Zack. Hau. Tot. Stell dir vor, jemand kommt zu dir nach Hause und haut dir Pfeile in die Fresse. Ja, das um das mal so auszudrücken, wie du das bezeichnest. Das fände ich voll geil. Hier oben ist noch einer, noch welche. Weil ich hier schon 4 auseinandergenommen habe. Ja, wo sind denn noch welche? Immer weitergehen, immer weitergehen. Nein! Autsch. Oh, Oida, der seinen Speer auf mich wirft. Ja, der macht dich jetzt gleich fertig. So wird's bald. Wie viele sind hier? Hab ich doch gesagt, dass da viele sind. Ja, gut, easy going hier. Ich guck mal gerade auf der anderen Seite. Hä, die Urukai? Ich weiß nicht wieso. Wen haben wir denn davon so viel umgebracht, dass die uns mögen? Keine Ahnung. Wen haben die als Feinde? Rohan auf jeden Fall? Aber Rohan haben wir doch nicht umgebracht. Nee, ich wüsste es nicht. Oder? Hab ich die umgebracht? Keine Ahnung. Ah, doch, hast du doch. Du hast doch. Doch, am Anfang, oder? Ich weiß nur, dass wir in Rohan waren und dass mein Pferd weggelaufen. Mehr weiß ich nicht. Komm ich da hin? Hab ich noch genug Zeug? Pow! Oida, 12 Damage Headshot. Krass. Schon Mithril gefunden? Nee, ich baue mich hier gerade über Lava. Das Problem ist, ich habe halt kein Wasser mehr. Ich hatte einen Eimer dabei, aber... Naja, ich habe auch einen Eimer dabei, aber ich habe mein Wasser... Ich habe ja Wasser gelassen, damit wir runtergehen können. Ach so, okay. Das heißt, das hast du kein Wasser mehr zum Wasser lassen. Ja, du bist nämlich in meinem Urin da runtergeschwommen. Aber hier ist Wasser drunter, ne? Oder kommt das von dem Stalaktit? Sag mal auf Kopper, da kann bestimmt irgendwas Cooles machen. Ah, das kommt davon. Ah ja, gut. Habe ich wieder was dazugelernt. Oh, Bronzebier kann man machen. Ah, wieder. Und ein Horn of Command. Schaut geil aus. Wie hoch bin ich denn? 13, ist eigentlich eine gute Höhe. Mhm. Ah, ich hab Mithril. Nice. Ich folge einfach mal deinen Fackeln, gell? Und komm dir so ein bisschen nach. Nein, du holst dir gefälligst jetzt eine eigene. Nein. Ja, ich hab Höhle. Doch eigene Fackeln. Höhle, meine ich. Ich durfte vorhin auch nicht in deiner Höhle ver... Ja, Lava. Das war knapp. Ich hab deine Spur verloren. Ha, weil ich irgendwann weniger Fackeln gesetzt habe. Aber hier geht's nirgends weiter. Da, was? Wo bist du hin? Bist du wieder zurückgerannt? Ich glaub, die bekomme ich nicht, oder? Oh, so viel Eieren. Alles meins. Hm. Lecker. Ah, so komme ich dran. Wo bist du hin, Chavo? Das ist dein Geheimnis. Ich will dich. Du willst mich? Das ist ja widerlich. Okay, ich habe nochmal 4 Mithril gefunden. Ich bin jetzt bei 11. Nice. Und hier geht's sogar noch weiter. Ich bin einfach auf der anderen Seite der Schlucht weitergerannt. Ich bin dann umgedreht. Hier ist so viel Eisen. Ich bin dort, wo das Eisen ist, Raffi, weil das baue ich ja nicht ab. Schon wieder kein Platz im Inventar. Das gibt's doch nicht. Das ist nicht Richtige. Oh, hier sind so viele Höhlen. Das ist eigentlich voll geil. Ich find's gut, dass die mich gerade mal nicht angreifen. Schon nett von denen eigentlich. Ja, deswegen war es eine gute Taktik, die nicht mehr anzugreifen. Ist das? Das ist aber kein Mithril, ne? So, ich hier, Crossbow. Pow. Und, Bist du bei mir? Nee.
Ah, schau mal, Gold. Das nehme ich mal mit, weil der Schabo es ja nicht nötig findet, hier das mitzunehmen. Gold ist voll. Voll geil. Goldig. Goldig. Ich kann bestimmt irgendwie Münzen draus machen oder sowas. Nee, das ist was anderes, ne? Das ist. Was ist denn das? Silber. Ach, das ist Tin. Ne, Tin brauche ich nicht. Aus Tin kannst du. Nein, aus Silber kann man Münzen machen, gell? So, hier geht's nur rauf. Das Coole ist, bei Dynamic Lights muss ich ja nicht mehr überall eine Fackel setzen, weil ich kann die ja gut in der Hand rumtragen. Also es geht bei mir schon, aber es lag nur wieder voll. Voll komisch. Am Anfang war das auch so und dann ging's wieder und dann ist es wieder so. Ah, ich hänge in Spinnweben. Ah! Ich gehe mal von einer Spinnwebe in die andere, das ist das Problem. Oh, Schavo. Was denn? Ja, dicht auf der Spur. Du bist dicht und auf der Spur? Ja. Auf der Mittelspur. Auf der Überholspur. Okay, hier geht's irgendwie nur rauf. Das bringt mir jetzt so gar nichts. Obwohl, hier geht's. Ah, hier geht's wieder runter. Cool. Lapis. Warum nimmst du das Lapis nicht mit? Weil wir Lapis im Ernst wahrscheinlich im Leben nicht brauchen werden. Ja, und? Aber es geht ums Haben. Aber viel zu lernen, du noch hast. Hallo, es geht nie ums Haben. Ich weiß nicht, wer hat dir das beigebracht, diese falsche Einstellung? Ein sehr intelligenter Mensch. Der anscheinend. Glaub ich nicht. Ja, wer erzählt denn so einen Quatsch? Autsch, autsch. Von der Höhe bin ich eigentlich. Also ich bin zu hoch, 16. Das weiß ich. Ups, da habe ich einen Screenshot gemacht. Cool, jetzt wissen alle, wann du das aufgenommen hast. Echt? Und jetzt wissen die Leute, dass wir nicht täglich eine Folge aufnehmen. Doch. Das ist die Folge für heute. Das stimmt überhaupt nicht. Na klar. Nein, das ist die Folge für morgen. Nein, aber wenn sie es sehen, dann sehen sie es, dass die für heute ist. Weil es ja dann heute. Ja, aber dass sie gestern aufgenommen wurde. Das hast du es verraten. Das ist doch nicht dumm, da steht doch das Datum drauf und dann gucken die auf den Computer, dann sehen die das Datum von heute und wer 1 und 1 zusammenzählen kann, der ist definitiv auf dem Gymnasium. Ja, genau, und dann hat er das Spiel schon durchschaut. War ich hier eben schon? Hier war ich eben schon. Okay, der Weg hat zu nichts geführt. Dieser Weg hat nichts geführt. Dieser Keks wird kein weicher sein. Dieser Keks ist. die hängen in Spinnweben fest. Was passiert hier? Irgendwie wird hier hart gekämpft, ich weiß nicht wer. Hilf doch. Ich glaube, die Gundabats und die Urukai mögen sich nicht unbedingt. Oh, das kann natürlich sein. Ja, stimmt, im Film sind die doch auch so ein bisschen. Au, die gepoisoned. So ein bisschen nicht gut miteinander. Ich höre die ganze Zeit hier so einen Armbrustschützen, ich weiß nicht, wer schießt, das ist das Problem. Wow. Hallo Schabo. Ich wollte dich ein bisschen erschrecken, hat gut geklappt, ne? Ja. Au. Warum will der mich jetzt? Wie den zu mir lockst, du Pisser? Wie zu dir gelockt? Mich will der ja gar nicht. Nein, überhaupt nicht. Nein. Nur ich hab hier Freunde. Ich will die ganze Zeit einen Typen schießen. Hier ist noch einer mit einem Lebenspunkt. Meinst du, den schaffst du? Nee, ich glaube, den schaffst du nicht. Und hier ist noch einer mit vollen Lebenspunkten. Ich glaube, den schaffst du auch nicht. Nee, ich greife dir auch nicht an. Das sind ja meine Freunde. Na, das sind komische Freunde. Ich werde da meinen Freunden nicht wehtun. Das glaube ich so jetzt nicht. Hallo, ich bin ein sehr guter Freund. Manchmal. Ab und zu. Ich war stets bemüht, ein guter Freund zu sein. Ich baue mich hier gerade voll über Lava, wenn jetzt hier irgendwie ein Wagen kommt. Weißt du, ein Eimer Wasser würde das alles so beschleunigen, aber wir haben keins mehr, das ist ein bisschen doof. Ja, ich habe vor allem jetzt auch nicht viel getrunken und es verdunstet ja hier wieder alles. Luftfeuchtigkeit hier bei der Lava. Ja, versuch mal mit einer Blase das alles auszupissen, das geht ja gar nicht. Ja. Aber ob das funktioniert, wenn du in so einen einen Vulkan reinpinkelst, ob dann Obsidian entsteht? Ich glaube schon. Aus bestätigten Quellen weiß ich, dass das genau so ablaufen wird. Dieser Keks wird kein Weich. Ey, schau. Was denn? Schau mal. Komm hier rüber. Oh, jetzt bin ich wieder weggelaufen, warte. Siehst du das am Boden hier, die Partikel? Ja. Erstmal hier den. Ah, ich häng fest. Der rechte hat nur einen Lebenspunkt. Au. Der bei dir steht. Da steht doch einer. Mach den nochmal kalt. Da ist doch noch einer.
Lass mal das Lab hier mitnehmen. Du scheiß Spinnweh. Au! Ah, ah, da hast du ihn nicht ernsthaft gerade befreit. Ich hab ihn nicht befreit. Die fallen da irgendwann durch und dann sind die wieder frei. Was? Was? Von wo? Warte, hier oben. Ich halte ihn auf. Ich halte ihn auf. Aber ich kann ihn nicht aufhalten. Mein Gott, das wird ja noch richtig spannend hier. Oh, ein madiges Brot. Mm. Achtung, hier kommt der Nächste. Was wollen die alle? Der hat auch noch ein bisschen Zeit. Alter, verpiss mich jetzt mal. Tschüss. Ich geh jetzt nicht weiter, ich verpiss mich in die Richtung. Was hier alles rumliegt, die haben sich echt alle gegenseitig umgebracht eben. So, was haben wir denn hier noch so? Wir haben dies und das und jenes und das kann noch mit und ja, hier wohnt diese kranke Spinne da, weißt du schon. Die versucht, Dings umzubringen. Die Spinne Thekla von Biene Maya, meinst du? Ja, genau, die auch. Nein, wie heißt denn die? Ich hab vergessen, wie die heißt. Die, also du weißt schon, was ich meine, oder? Ja, diese fette Spinne halt. Wo Gollum halt Frodo reinlockt. Die Falle. Wir lassen sie es tun. Ja, genau. Also du sollst Voice-Actor werden für den nächsten Hobbit-Film oder so. Ja. Ich wäre aber lieber, weiß ich, ich wäre ein Ork. Oder sächsischer Elf. Ich wäre der sächsische Elrond überhaupt. Das ist meine Rolle. Dafür wurdest du geboren. Ja. Also ich kann kein Lapis mehr mitnehmen. Aber ich finde nichts mehr, Raffi. Es ist kacke. Ja, dann, keine Ahnung, wie viel haben wir inzwischen schon? Ich habe 11 Mithril, glaube ich. Ich glaube, ich habe nicht so viel. Aber es scheint doch selten zu sein. Aber die Höhlen geben das auch gerade nicht so her, weil es eigentlich fast nur nach oben geht. Ja, würde ich jetzt auch sagen. Setz the problem. So. Zack. Da unten war ich schon. Ich suche mir mal gerade einen anderen Weg. Der ist es nicht. Der führt mich wieder runter. Warum ist hier nirgends Mithril? Herr Schavo. Ich weiß nicht, aber deine nervige Stimme nervt mich. Hast du gerade alles aufgegessen? Was ist das denn? Ach, da ist ein Varg. Habe ich vorher auch schon eingesehen, der ist aber in der Lava verbrannt dann. Ja, die sind meistens auch ganz, ganz friedliebend. Ich mag die. Oh, hier geht's aber tief runter, wa? Ich riskiere gerade mein Leben, Raffi. Okay. Nur damit wir noch ein bisschen mit. Weiter so. Nein, warum ist es wieder Salpeter? Schaut so ähnlich aus. Hallo, Freund. Hallo. Na du? I've had nothing but maggoty bread for 3 stinking days. Ist doch gut. Wenn sich nicht wäscht, hat er selber schuld. Also ich mag das Brot eigentlich sehr gerne. Hab ich welches? Ja. Ah, ich konnte es eben nicht aufnehmen, weil ich so voll war. Au, oh, hey, hey, ha, hi, ha, hu, au, Crossbow. Au, au, hey. Ja, wie die mir geben. Ah, jetzt bin ich wieder hier, wo du warst. Das ist ja lustig. Bye, man, Scum. Fangorn Branch. Cool. Branch. Die machen doch keinen Branch. Na klar machen die einen Branch. Was lege ich denn weg? Ich habe so viel Zeug im Inventar. Also ich finde keinen Weg mehr, glaube ich. Außer, obwohl, da müsste ich sehr weit laufen. Und man kennt mich ja, ich bin da so gern ein bisschen faul. Ach was, du doch nein. Nicht. Nein, ja, stimmt, das ist eigentlich total gelogen. Ja. Jetzt nerv mich nicht, du scheiß Spinnenwebe. Ich finde aber, glaube ich, auch nichts mehr. Was bauen wir uns denn dann? Bauen wir uns Schwerter? Oder? Ich würde sagen, wir geben alles dafür aus, dass ich eine volle Rüstung kriege. Ja, selbst dafür haben wir nicht genug. Also nicht nur, dass ich den Plan schlecht finde, er würde nicht mal funktionieren. Ah doch, ich glaube, ich habe... Nein. Doch. Ich glaube, ich habe noch was gefunden. Sollen wir auch kurz mal hinbauen. Wieder schön auf Lava-Ebene. Was in Höhe bin ich? 11. Na, könnte sogar was sein. Schau, wo ich könnte Erfolg haben. Ah, oh, hier ist Wasser. Sehr gut. Oh, cool. Wasser. Cool, Wasser. Cool. Da könnte ich zumindest mal... Ja, Mensch, dann kann ich hier wenigstens die Lava wieder wegmachen und so. Da kann ich effizienter suchen. Auf welcher Höhe bin ich denn? Ich bin bestimmt viel zu hoch, ne? 40! Ja, das ist so fast richtig. Nee, du... Vielleicht verirrt sich ja ein Mithril mal irgendwo.
Ja, die jungen Mithrils, die wissen ja nicht, oder die halten sich auch nicht so an Regeln, ne? Und dann passiert das schon mal. Du musst mit allem rechnen. Mithril? Mithril, Alter, wie viel hier ist? 2, 3. Ich glaube, ich habe noch nie mehr 4. als 4 gefunden. Ja, ich habe 4. Nice. Was ist das denn hier? Was ist. Ah, hier ist eine Fackel, das heißt, hier wird schon mal jemand gewesen sein. Nee, glaube ich nicht. Aber wieso? Das sieht so komisch aus. Was sieht daran komisch aus? An meinen Fackeln? Hast du was gegen meine Fackeln? Nee, weil da so auch so viele Cobblestone in der Wand sind. Oder hast du hier mal eine Lavaquelle zugebaut? Und das nicht gerade wenig. Keine Ahnung. Du fragst Sachen. Hier geht's auch wieder nicht runter. Das ist doch. Oh, Manno. Ich mach mal so. Es geht schneller. Also hier sind gar keine Wege mehr. Ich bin jetzt alle abgegangen. Knapp. Salpeter oder. Na, Salpeter. Why you do this to me? Siehst du? Boah, am Anfang war ich so erfolgreich und jetzt hier passiert hier gar nichts mehr. Das ist doch. Manno. Das Gefühl kenne ich. Dass du unerfolgreich bist, ja, das glaube ich. Ich komme mal zurück. Ich weiß nicht, wo du bist. Ich bin irgendwo. Ich habe voll die Orientierung verloren. Ich glaube, hier unten ging es irgendwie zurück, oder? Oh, Gold. Was ist das? Oh, es ist nichts. Schade. Ich habe was gefunden. Gold oder nichts? Ja. Beides. So. Hier muss doch irgendwo noch was sein. Ich baue mich gerade so im Lavasee entlang. Hier muss noch irgendwo. Ah, ich was ist das da. Wehe, es leckt nicht, falls in die Lava. Dann raste ich aus. So geiles Zeug dabei. Bitte. Ah, ich glaube, ich bin wieder ziemlich am Anfang, oder? Was ist das? Das ist. Keine Ahnung, ich nehm's mit. Ah, genau, ich bin wieder in der Schlucht. Okay. Ich gucke mal auf der anderen Seite in die Höhle rein. Nee, ich bin ja mit Absicht mal zurückgegangen. Ja. Weil drüben habe ich noch nicht in die Höhlen geguckt. Ich wollte ja direkt tief unten bleiben. Aber manchmal muss man nach oben gehen, um nach unten zu kommen. Hat Konfuzius gesagt. Ich glaube, ich habe Mithril gefunden. Pass auf. Ja, nice. Nochmal 4. Nein, mehr. 5, 6. Alter, 6 Mithril. Das ist gut. Kann man definitiv mal so lassen. Ich habe inzwischen, glaube ich, schon mehr Mithril als Diamanten gefunden. Ja, das wurde ja auch so gesagt, ne? Da wurde ja gesagt, dass man das nur halb so viel findet, deswegen passt das ja. Achso, okay. Jetzt geht's hier nach oben, das finde ich nicht nett. Oh, nochmal. Komm. Nein. Salpeter. Dö. Dum. Schade. Ich bin ja voll der Höhlenflitzer, ich setz keine Fackeln mehr, nix. Hier wird nur noch rumgerannt. Nein, ich bin an der Sackgasse. Und bin voll weit nur immer eine Höhle entlang gegangen. Hey, nichts gegen die Wohnorte von Homosexuellen, ja? Was denn? Nix, passt schon. Alles gut? Ah, Oida, wie hab ich das übersehen? Hier geht's ja voll weit. Was? Ein Varg! Der will mich. Schau wo, ich werde angegriffen. Hilf mir! Wood Elf Champion. Schau mal einen an. Der ist auch ercheatet, ne, oder? Nein. Oh, hier waren wir zum Beispiel. Genau, das ist die andere Seite. Ah, cool. Hier sind noch ganz neue Höhlen. Was, wie viel Zeug hier ist? Unerforschte Höhlen. So eine Höhe bin ich. Oh, 17. Alter, es könnte sogar ein Mithril sein. Ich habe gerade voll Erfolg. Ich habe gerade nochmal richtig irgendwie einen Weg gefunden, wo wir nicht lang gegangen sind. Da ist wieder ein tausender verschiedene. Boah, ich bin in jetzt so eine Spalte gekommen, die in die andere Spalte anschließt. Hier stehen an den Seiten so viele Orks. Die würde ich umbringen. Ja, genau, ich greife mal welche an. Sie runter. Ja, eben mit 6 Pfeilen. Ich habe nicht mal genug Pfeile, um jeden einmal zu treffen. Schau. Aber es geht hier zu hoch, das ist doch voll. Voll Sackgasse ist das. Schau. Das bringt so nichts. Welche Höhe habe ich überhaupt? 19. Ich bin immer noch nicht tief genug dafür.
schon wieder irgendwas Komisches, was ich nicht brauche. Jedenfalls habe ich danach eine Menge Ohrs, die ich schmelzen kann. Das ist wenigstens schon mal was Positives. Aber hier geht's wieder nur nach oben. Was ist das für ein Loch? Ich habe ein Loch in Misty gefunden. Was ist das Loch? Kenne ich noch gar nicht. Oh Gott. Wie primitiv. Aber hier ist nichts. Also ich bin, glaube ich, so ziemlich durch mit den Löchern. Was da? Warst du überall mal drin? Ja. Aber da ist nichts mehr. Ich habe alles abgebaut. Ich glaube, ich bin hier jetzt auch dann bald am Ende. Oder Moment. Waren wir hier schon? Aber das ist jetzt wieder viel zu hoch. Wenn es jetzt hier nicht runter geht, dann bringt mir das wieder nichts. Da geht's runter. Ah, Warg! Warg! Wie auf einmal so von oben einfach runter. Ah, noch einer! Was? Alter, was? Was? Wo kommt die alle auf einmal her? Ich gehe da einfach gerade so meinen Weg zurück. Auf einmal fliegen da so hier Fallschirmspringer. Oh, Kais, runter! Alter. Aber wie kommt die Ente in die Höhle? Ich weiß es nicht. Ich stelle mir vor, dass man so durch dann so Höhlenturn macht oder generell so eine Ente dabei hat, die an der Leine hinter einem herrennt. Und die quakt dann. Genau, irgendwie sowas. Was ist denn hier schon wieder? Ein tiefes. Oh, da unten ist ganz viel Lava. Oh, da gucke ich mal rein. Oh, nee, doch nicht. Kein Mithril, schade. Ich dachte schon. Oh, Diamanten. Oh, nice, nimm mit. Oder lass da. Ja, wer braucht schon Diamanten, ne? Ja, stimmt auch wieder. Na gut, aber die Ente hat gesprochen. Das war's mal wieder mit der Folge. Hat euch jetzt angefallen. Mal schauen, was wir nächstes Mal machen. Ja, also ich wäre nicht mehr für Höhlentour. Ja, zwei Folgen Höhlentouren reicht das mal. Genau. Also vielen Dank fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Tschüss.